Tim Eder. Hallo Benny. Hallo, willkommen hier im kleinen, bescheidenen Studio, was du gerade nochmal auf jeden Fall auf den perfekten Sound analysiert hast, uns nochmal die letzten Tipps gemacht hast. Das ist unser erstes Podcast-Interview. Dementsprechend gab es dann noch die ein oder anderen Mängel eventuell an der... Ein paar Stellschräubchen, die natürlich direkt von dir behoben wurden. Vielleicht mal, fange ich mal persönlich an, und zwar, wie ich dich kennengelernt habe. Ja, das ist schon, wenn wir uns jetzt so angucken, ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her, und es wird so mal kurz überschlagen, 9 Jahre wird das sicherlich her sein. Wann hast du im Basement angefangen? 18. Mit 18 Jahren. Ja. Ja, ich bin, glaube ich, schon im ersten Basement-Jahr unter René damals dazugekommen. Das war 2009. Mai 2009 hatte ich dort meinen ersten Gig. Ich weiß nicht, warst du da schon im Team? Nee, da war ich, glaube ich, noch nicht im Team. Da war ich wahrscheinlich noch Gast. Also roundabout, ja, 2010. Aber auf jeden Fall Tim noch mit Krönchen. Röhrenjeans. Und das war so mein erster Kontakt zu dir als Mensch, zu dir als Künstler, als Musiker, als DJ zu dem Zeitpunkt. Aber du hast schon vorhin mal erwähnt, das war aber noch nicht, wo deine Reise eigentlich losging. Deine Reise zur Musik, deine Reise zum Auflegen. Wo ging es denn eigentlich los vorm Basement? Ja, ging es tatsächlich schon ein paar Jährchen früher los. Also das New Basement in Wiesbaden betrachte ich tatsächlich auch so als den Sprung in die wirkliche, ja, wie soll ich sagen, in die wirkliche Professionalisierung auch irgendwie dieser Tätigkeit, die ich bis dahin schon etliche Jahre vor allem sehr lokal in Mainz noch ausgeführt habe, mit so ein paar Gastspielen auch mal hier und da in Rhein-Main, in ein paar kleineren Läden. Ja, so ganz grundsätzlich ging die Reise, wie bei den meisten, denke ich, so aus meiner Zunft irgendwie auf Privatpartys los. Also das mit dem Auflegen erstmal natürlich irgendwie im Schlafzimmer, bei den Eltern mit den ersten eigenen Plattenspielern und den 20 ersten Platten, die man hatte. Mein Medium war von Anfang an Vinyl. Es war für mich schon immer das Medium, was mich irgendwie fasziniert hat. Es gab damals zu der Zeit ja auch noch gar nicht groß die Alternativen, also diese ganzen DVS-Systeme wie Serato, damals auch noch Final Scratch, das war ja eigentlich so das erste System, was einem ermöglicht hat, Files mit einer Plattenhaptik quasi zu spielen. Das war noch gar nicht so weit verbreitet und gerade im elektronischen Musikbereich und auch dadurch, dass ich halt viel beim Andy Dux damals in einem Plattenladen abgehangen habe, war das halt, gab es gar keine Alternative erstmal so für mich. Also es war gar nicht so auf meiner Bildfläche, dass es da irgendwie ein anderes Medium gibt, eventuell auch schon auf digitaler Seite, um da mit dem Auflegen zu starten. Ja, genau. Und von irgendwelchen Privatparty-Gigs bei irgendwelchen Freunden im Keller, wenn die Eltern nicht da waren, bis hin zu dann die ersten öffentlichen Events in Form von Abi-Partys und dann auch größeren Veranstaltungen. Ja. Das ging dann auch alles relativ schnell, also von so kleinen Abi-Partys im Mainzer Brückenkopf bis zur Mainzer Lokhalle, wo man dann vor 2500 Leuten irgendwie gespielt hat, ging es dann irgendwie dann doch relativ schnell, und aus diesem Kontext heraus wurde ich dann auch das ein oder andere Mal in die Safari Lounge ins 50 Grad eingeladen, also alles, was es in meiner Heimatstadt noch so an regelmäßigem Clubbetrieb, den es ja heute eigentlich gar nicht mehr gab, war ich dann so immer mal hier und da involviert und habe mir da so meine kleine Base geschaffen. Und auf dieser Grundlage, ja, mit diesen gesammelten Erfahrungen und auch mit dem Namen, den man dann da irgendwie so hatte, hatte ich dann mit 17 Jahren
gesehen, dass da ein neuer Laden in Wiesbaden aufmacht, also beziehungsweise ein alter neuer Laden. Ja. Ne? Spacement ist ja auf jeden Fall schon... Alt mittlerweile, wenn man es erklären muss, wie dieser Club ist, weil es gab ja dann nochmal diesen Besitzerwechsel und ich versuche dann immer den Leuten zu erklären, dass ich im alten New Basement gearbeitet habe. Ja, genau. Also nicht im neuen New Basement, alten New Basement. Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat diese Location ja schon auf eine Geschichte von insgesamt 30 Jahren Nachtleben oder so zurückgeschaut. Ja, ja, lange. Und ja, dann gab es da eben diesen Betreiberwechsel im Jahr 2009. Das Ganze wurde komplett neu aufgezogen. Ich hatte vorher dieses alte Basement noch gar nicht so auf der Bildfläche. War vielleicht da auch noch ein Tick zu jung für. Ja, und habe mich dann einfach mal mit einem Set auf CD gebrannt, postalisch eingeschickt bei René Roman. Beworben quasi um einen Posten als Resident. Ganz oldschool irgendwie. Ja, wenn man sich irgendwie heute diese total cool, diese Vorgänge hab ich gerade drüber nachgedacht. Ja. Der hat mich dann darauf am nächsten Tag angerufen, hat sich dieses Set angehört und hat mich dann tatsächlich sofort zu einem Booking eingeladen, wo ich das Warm-up spielen durfte bei einer Party, die hieß Tribute to Keller. Keller war seine Veranstaltung, die er in Mainz hatte, von der ich aber noch nie was mitbekommen hatte, weil die ja da schon ein paar Jahre zurück lag. Es war eine frühere Location, die er betrieben hat. Eher so im Freundeskreis. Und ja, dann kurz vor meinem 18. Geburtstag, heute darf man das ja sagen, ist verjährt mittlerweile, habe ich dann da im Basement gestanden, meine ersten Platten gedreht. Das war eine sehr aufregende Zeit. Ja. Weißt du noch, wer dein erster... Hast du das Warm-up gemacht? Ich habe das Warm-up gespielt. Weißt du noch, für wen? Dadurch, dass es so eine Tribute-to-Keller-Party war, waren da jetzt keine krassen Headliner angesagt, sonst hätte ich mir noch erst noch doppelt und dreifach in die Hose gemacht da irgendwie. Es war Bandaban war an dem Ahnung noch am Start. Und der Nico, Peak Ass, einer seiner älteren Residents. Das sagt mir noch was, ja. Genau. Und ja, das hat sich dann aber auch ein bisschen anders ergeben in der Nacht als geplant. Der Bandaban ist dann auch ausgefallen und ich habe mit Nico zusammen die Nacht gemacht. Und schon an diesem ersten Gig ist es dann dazu gekommen, dass ich das Warm-up gespielt habe, dann der Nico und wir beide dann später zusammen den Schluss gespielt haben. Ja, cool. Und es war schon eine sehr feine Angelegenheit. Und ja, nach dem Set, als dann auch erstmal dieser Druckabfall irgendwie da war, ne, und ich das halt irgendwie gecheckt habe, dass ich es gewuppt habe, so, ne, kam dann der René auch zu mir und meinte, ja, das müssen wir jetzt auf jeden Fall öfter machen. Und ja, cool. So nach dem zweiten Booking war dann irgendwie auch klar, so, ja, ich bekomme wahrscheinlich jetzt diesen Resident-Stempel, was ja für mich als dann gerade 18-Jähriger halt schon ein unglaublich krasses Gefühl war. Und ja, auch schon irgendwie eine Ehre, ne? Auf also jeden vor Fall. Einem auch sehr, sehr erfahrenen Publikum, ja, ne? Da so seinen Sound zu präsentieren. Also Basement ist auf jeden Fall meine größte Schule gewesen. Mhm. Das, was vom Jahr 2009 bis 2016 dann da irgendwie so für mich passiert ist, das war die einflussreichste Zeit, würde ich mal sagen, bisher die prägendste Zeit, ja. Ja, das sagen ja viele DJs so, dass immer, also das, was sie eigentlich so am meisten geprägt haben, sind immer ihre erste Residency, ne? Weil du bist ja, ich weiß nicht, wie oft hast du aufgelegt? Also gar nicht mal so oft. Das Basement hat aber ja schon mindestens einen Wochenendbetrieb, Freitag, Samstag immer geöffnet und dann die Vorfeiertage. Wir waren eigentlich immer fix einmal im Monat, plus dann bei irgendwelchen Resident-Specials oder so auch mal ein zweites Mal. Aber man war natürlich jedes Wochenende irgendwie auch als Gast da. Ja. Ne? Und ich habe eigentlich immer war immer Freitag und Samstag bin ich nach Wiesbaden rüber gegurkt, wenn nichts anderes war. Es gibt eigentlich nur wenige Wochenenden in dieser Zeit, wo ich mich nicht mal im Basement habe blicken lassen. Egal, ob ich jetzt vorher oder nachher noch woanders gespielt habe. Das war schon so immer die Homebase, wo man seine Leute gesehen hat. Auf jeden Fall. Auch, ich glaube, dieses Gefühl teilen viele aus der lokalen und Szene Steve, hier. Wie viel auf der Couch rumpennt. Da sind viele Freundschaften entstanden, auf jeden Fall. Das ist eigentlich unglaublich, dass wenn du dir überlegst, also wenn du das mal auf die heutige Zeit überträgst, dass damals war halt ohne
Frage, ja, bist du Freitag und Samstagabend im Basement gewesen? Ja, das stand überhaupt nicht zur Debatte. Da gab es teilweise um Samstagabend um 12 Uhr, ja, gab es Einlassstopp in Wiesbaden, ohne irgendein großes Booking oder sowas, ohne dass da jetzt, keine Ahnung, wer hat letztens jetzt im Robert, Peggy Goo oder sowas da dagestanden. Das war eine Augen zum Durch oder eine Refresh Your Mind oder wie sie alle hießen. Und es war schon der Hammer. Also da damals die Stimmung in dem Laden und die Leute da und irgendwie auch die ganze alte Crew, das war schon was ganz Besonderes auf jeden Fall. Ja. Wo ging es denn dann so nach dem Basement für dich weiter? Oder wie war denn so, du hast dich dann, das habe ich gar nicht so genau mitgekriegt, der René hat ja dann den Laden abgegeben, dementsprechend hast du dich auch als Resident auch verabschiedet und bist dann... Davor ging es schon ein bisschen los im Tanzhaus, ne? Mhm. Das war schon während der Basement-Zeit. Genau. Oder wie? Also während der Basement-Zeit kam dann natürlich so, nachdem man sich da so ein bisschen etabliert hatte und mit ein paar auch internationalen Größen irgendwie gespielt hat und die irgendwie da gehostet hat an den Wochenenden, haben sich natürlich dann so ein paar Goodies ergeben, wie zum Beispiel, dass wir als geschlossenes Team mal nach Berlin gefahren sind. Ich erinnere mich. Zum Dr. Motte Geburtstag und dort spielen konnten und ja, also dieses, ja, man wurde halt überregional dann irgendwie tätig. Es war ein sehr schönes Set übrigens, Tim, was du da gespielt hast. Kann ich mich noch erinnern, es war unglaublich warm. Also ich glaube, du hast auch irgendwann, hast dein T-Shirt ausgezogen, ja, glaube ich, in den Kopf gehängt oder so. Es war in der alten... das war die alte Maria am Ostbahnhof. Also Maria am Ostbahnhof, genau. Was danach Magdalena hieß, jetzt ist es, glaube ich, so ein Reggae-Laden, Jam oder so. Ja, also auch eine alteingesessene Berliner Location, ja, die für mich besonders beeindruckend war, weil es noch so die Zeit war, so Paul Kalkbrenners Berlin Calling Film und so, ne? Das war ja auch einer der Hauptdrehorte davon. Ja, damals bei mir auf jeden Fall so bis dahin das Ende der Fahnenstange erstmal. Also das hat schon extrem happy gemacht, dann dort die Menge befeuern zu können. Ja, genau. Also wir waren hier gerade bei Basement, wo es danach dann so weiterging. Also es hat sich, der Wirkungskreis hat sich einfach so ein bisschen vergrößert. Und ja, zu der Zeit hat auch noch eine gute Freundin von mir im Basement gespielt regelmäßig. Und wir haben uns so ein bisschen als Back-to-Back-Team dann auch formiert und hatten eigentlich in dieser Zeit selten irgendwie eine Party, wo wir beide gespielt haben, wo wir nicht dann einfach eine lange Back-to-Back-Nummer draus gemacht haben. Und über die Jenny kam ich dann auch so ein bisschen ins Tanzhaus, weil wir da öfter zusammen damals noch Jenny Furora, ne? Haben. Genau, damals noch Jenny Furora. Danach hatte sie ein Duo zusammen mit einer Freundin aus Darmstadt, mit der Magdalena. Die waren dann als Dika unterwegs. Genau. Und ja, Tanzhaus ist auch brandaktuelles Thema. Also jetzt kommendes Wochenende feiern wir schon 16 Jahre THW. Ich bin damals so zu der 11-Jahres-Party dann fest reingekommen. Also ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her. Und ja, zum Basement muss ich auf jeden Fall mittlerweile natürlich diese Institution so als meine wichtigste Homebase irgendwie nennen. Gerade der Floor Dora Brilliant, der ja auch für so ein sehr, intimes, qualitativ hochwertiges Partyerlebnis irgendwie so steht hier in Rhein-Main, war für mich sehr prägend. Auch gerne eine Location, wo man dann nach sperrstündlich bedingtem Schluss im Basement dann nochmal rübergefahren ist nach Frankfurt. Und ja, Dora ist so bis heute eigentlich ja mein Lieblingsfloor auf der ganzen Welt, würde ich tatsächlich sagen. Ja, geil. Also zumindest von dem, was ich bisher so erfahren durfte. Sowohl zum Tanzen gehen, als auch zum Auflegen. Ja, cool. Ja, und jetzt hat sich ja auch deine Reise du bist ja nicht nur DJ. Wie würdest du denn in dem großen Spektrum, was machst du denn erstmal noch? Hat sich noch einiges dazu getan in den letzten Jahren, ne? Kannst du mal aufzählen? Ja, und also dieses DJ-Ding, das war ja dann so ab meinem 15., 16. Lebensjahr eigentlich immer eine Konstante gewesen, die sich bis heute da durchschlängelt, durch alles, was ich gemacht habe. Ich habe damals so in der Zeit, wo Basement angesagt war, habe ich halt mal mehrere Studiengänge mal so angeschnuppert, die ich dann
doch nie vollendet habe oder halt, also vollendet, da war ich noch weit von weg, also so ernst genommen habe oder für so wichtig empfunden habe, dass ich die jetzt irgendwie da durchroppen will. Mhm. Für mich war immer diese Nebenbeschäftigung, Musik halt, so, mhm. Immer das Ding, was mich angetrieben hat und was dann am Ende auch die meiste Zeit in Anspruch genommen hat. Mhm. Ich war jetzt auch nie der, der jetzt nur da am Wochenende dann ein paar Platten schubst, sondern ich habe auch ganz gern, ich habe schon relativ früh, glaube ich, dieses Auflegding so auch im Ganzheitlichen gesehen, mhm. habe auch gerne irgendwelche Barabende kuratiert, wo ich dann ganz andere Musik gespielt habe als in so einer Hands-up-Club-Situation und da auch so ein bisschen meine Ambient-Seite ausgelebt, durch die ich auch eigentlich zu dem... also dieser Ambient-Trip-Hop, eher organische Musik, ja, durch die ich auch zu dem Medium Vinyl ursprünglich gekommen bin. Jetzt habe ich mich ein bisschen verheddert. Nee, ist doch fast, Alter. Also ich fand's, das fand ich auch immer so bei dir relativ interessant. Also selbst damals hatte man irgendwie halt das Gefühl, dass bei dir da ist einfach ein gewisser Anspruch dahinter, ja. Also egal, wie du beim Auflegen damals war, man hat immer gemerkt, okay, das ist durchdacht, ja. Da ist irgendwie Liebe dahinter und vor allen Dingen ist halt irgendwie halt eine gewisse Qualität, ja. Ich hatte dich aber gefragt, zu deinen anderen neben dem DJ. Also du bist jetzt noch beim SAE. SAE. Mein Weg hat mich jetzt schlussendlich, also so Status Quo halt. In einen Job an der SAE geführt, wo ich auch selbst dann studiert habe, also nach langem Ausprobieren. Was steht SAE? School of Audio Engineering. Okay. Ist ein, weltweit einer der größten Medienausbilder mit 50 Standorten, glaube ich, über den ganzen Globus verteilt. Und ja, das war dann so die Adresse, die ich angesteuert habe, als ich gemerkt habe, nach einem Buchwissenschaftsstudium, Kunstgeschichtsstudium und auch einem Lehramtsstudium angefangen. Das war so die Station, die ich eigentlich schon immer ansteuern wollte, aber auch erstmal nicht realisierbar. Das war halt eine ziemlich teure private Einrichtung ist. Und ich, es kam dann halt so zu einem Punkt, wo ich mal so eine Phase hatte, wo es mir mal auch ein paar Monate nicht so gut ging und ich halt irgendwie mal gemerkt habe, so dieses ganze Gastro-Jobben und am Wochenende auflegen, das schafft mir einfach nicht die Sicherheit und unterfordert mich halt auch auf Dauer. So, ne? Und ich wusste, das ist jetzt mein einziger Weg und habe halt irgendwie versucht, so viel Kohle ranzubringen, wie es irgendwie geht, um halt mir diesen Traum erfüllen zu können. Und habe dort dieses Studium angefangen als Sound Engineer und dort auch noch meinen Bachelorabschluss gemacht und habe da halt auch ganz gut abgeschnitten, sodass ich halt schon während dem Studium dort auch einen Job angeboten bekommen habe. Und der hat sich jetzt immer so ein bisschen weiter verändert und jetzt ist aktuell über meinen Fachbereich Audio, in dem ich angefangen habe, ist auch so ein bisschen die Music-Business-Komponente dazugekommen, sodass ich momentan 50-50 quasi für die Fachbereiche Audio und Music-Business an der SAE arbeite, in der Studentenbetreuung und dort auch Workshops gebe, die ganz konkret eben meine Arbeiten in der Audioindustrie irgendwie widerspiegeln. Cool. Das Schöne ist halt, ich kann da sehr persönliche Aspekte reinbringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Workshop halte, kann ich über mein Label sprechen, was ich jetzt vor 2 Jahren gegründet habe, auch mit einem alten Bekannten, den ich damals im Basement getroffen habe. Und kann da irgendwelche Sachen von meinen eigenen Projekten mischen und dadurch bekommt das Ganze natürlich auch so eine authentische Qualität für die Studenten, weil die halt wirklich nicht irgendwas Theoretisches da vorgelabert bekommen, sondern halt ganz konkret an industrierelevanten und an szenerelevanten Projekten mit mir dran sind und da hat man dann auch direkt eine ganz andere Attention von denen. Mhm. Ja. Also das ist wirklich cool. Eine sehr schöne Sache. Erzähl mir, du hast gerade angeschnitten schon das Thema, dein neues Label.
Ja. Wie heißt, was geht ab, was ist der Plan, also, was die Vision? Das Ding ist, es gab nie den Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt ein Label machen und ich suche mir jetzt dafür alle Komponenten, die ich irgendwie brauche. Sondern in dieser Zeit im Basement hat man so seine Favorites ja auf Dauer dann irgendwie gehabt, mit denen man gerne irgendwie sowohl musikalisch als auch persönlich, was bei mir halt auch immer Hand in Hand geht, irgendwie gerne Nacht da zusammen gestaltet. Und wer da immer eine besonders große Rolle gespielt hat, war mein Freund Christoph Gruber, der damals in einem Duo unterwegs war, Gruber und Nürnberg. Wir haben damals viele Sachen auf Dynamic, Liebe Detail und so gemacht. Und ja, den habe ich halt auch an so einem Abend dort kennengelernt. Er war gebucht, ich als Warm-up und als Closing für ihn. Und wir haben dann, das weiß ich, bestimmt auch 15, 20 Mal in diesen 6, 7 Jahren gemeinsam unsere Zeit dort verbracht und uns musikalisch ausgetauscht. Und ja, er hat damals schon in Hamburg gewohnt und wir hatten uns sonst eigentlich nie so auf dem Schirm, ne? Und wir haben uns eigentlich nur in diesem Club-Kontext gesehen, in diesen paar Stunden, wo wir zusammen musiziert haben, aber wir wussten halt immer, das passt hundertprozentig. Und dann gab es eine neue Location in Mainz, die Planke Nord, dieser Open-Air Multi-Konzept-Biergarten, ja, mit diesem Club-Container und das Gebäude 27 in Mainz. Dort hatte ich auch jeweils eine Partyreihe gehabt und da habe ich den Chris natürlich auch dann weiterhin gerne eingeladen. Und losgelöst nochmal von diesem Basement und diesem Sound, den man da ja auch irgendwie zusammen kreiert hatte, haben wir dann nochmal so eine neue Ebene entdeckt in der neuen Location und auch beide ein paar Jährchen älter geworden und nochmal einen größeren Input gehabt und sind dann zusammen auf einen sehr grundsätzlichen gemeinsamen Nenner musikalisch zurückgekommen, der aus dessen Essenz wir jetzt irgendwie auch so ein bisschen das Label Feuilleton formen. Also man kann sagen, das ist jetzt einfach mal so passiert. Also Chris hat halt am Telefon zu mir gesagt, ey, warum machen wir eigentlich kein Label? Ich so, ja, warum eigentlich nicht? Und zack, haben wir angefangen halt irgendwie mit unseren Tracks dann in so eine Richtung zu denken und gemerkt, so, wir müssen das halt machen. Ja. Mehr kann ich dazu, glaube ich, gar nicht so sagen. Also wie viele Releases habt ihr mittlerweile? Wir machen dadurch, dass wir auch nur Vinyl machen bisher. Ausschließlich Vinyl. Genau, also das Ding läuft jetzt seit Ende 2018. Nee, Moment. Seit Mitte 2018. Und wir sind jetzt bei der dritten Katalognummer. Die vierte Katalognummer kommt jetzt 2020 im frühen Frühjahr. Und ja, wir haben bisher eine Solo-EP von Chris als unter einem neuen Pseudonym, Fossar. Dann haben wir zusammen eine Platte gemacht, die Levitate-EP, das ist die 002. Mit zwei Tracks plus einem alternativen Mix nochmal zu einem Track. Und wir haben uns auch unseren ersten Artist jetzt extern ins Boot geholt, der René. Alte Bekanntschaft vom Chris, der eben Sachen geschickt hat. Das war unsere erste Promo tatsächlich auch, die wir bekommen haben. Und bis heute die einzige Promo, die wir bekommen haben, von der wir halt überzeugt sind irgendwie. Ja. Also wir bekommen mittlerweile schon ein paar Sachen geschickt, so, obwohl wir jetzt nicht so die krasse Medienpräsenz haben und uns da jetzt auch nicht so drum kümmern unbedingt. Ist das so ein bisschen die Philosophie auch, dass die Musik für sich selbst sprechen soll? Oder ja, ist das, also ist bewusst? Das ist so die Philosophie, aber man merkt natürlich auch, dass in diesem Zeitalter das nicht reicht. Ja? Also einfach qualitativ hochwertige Musik, gerade auf Vinyl, so zum Selbstzweck, ist am Ende einfach nur ein Minusgeschäft und es soll sich natürlich auch selbst tragen. So. Releases auf Vinyl werden halt immer, also wenn man das jetzt irgendwie so businesstechnisch sieht, eher ein Promo-Tool sein, vom Geldaspekt her. Aber für uns ist es einfach so, dass, diese ganze Labelarbeit, die ist einfach so, es gibt so viele kleine Stellschrauben, die man da irgendwie
immer und immer wieder überdenken kann, wo wir uns beide auch ein bisschen am Riemen reißen müssen, einfach mal zu machen. Also wir sollten uns eigentlich vornehmen, es genauso laufen zu lassen, wie die Sache auch entstanden ist. Ja. Man verfällt halt auf Dauer irgendwie so einer Kopflastigkeit, genau. Wenn man sich anguckt, was machen die anderen, wann schalten die ihre Werbung, wann sind die Release-Dates. Man versucht in jeden Kram irgendwie was rein zu interpretieren, was aber manchmal auch komplett random ist. Genau. Ja, wie würdest du es denn, ihr habt ja bewusst das gemacht, dass es nur auf Vinyl released wird. Wie würdest du denn deiner Oma erklären, warum das nur auf Vinyl rauskommen kann und nicht als Digitaltrack? Also sozusagen richtig leicht erklärt. Also das ist ganz schwer zu erklären, weil wir sagen jetzt nicht, okay, wir sind jetzt hier die oberkrassen Vinyl-Fanatiker, für die es nur dieses eine Medium gibt und Digital-DJs sind scheiße und so. Das ist im Grunde alles komplett egal für uns. Also wenn man sich auch die Situation in den Clubs anguckt, es gibt eigentlich kaum eine Location, wo man wirklich auf befriedigende Art und Weise Vinyl spielen kann. Mhm. Ja. Und selbst wenn das so wäre, ist halt Reisen ein unglaublich schwieriger Aspekt, ne? Weil irgendwie 3-4 Plattencases dabei haben, ist halt einfach super anstrengend und auch einfach vom Wert auch immer ein unglaubliches Risiko, wenn da irgendwie mal eine Tasche irgendwo verschüttet geht, dann... Ja, oder ein Jägerbomb reinfällt. Oder ja, also das weiß man ja eigentlich dann in einer guten Club-Umgebung irgendwie so zu vermeiden. Also ein wirklich professioneller Booth, in der passiert sowas in der Regel nicht. Wenn man sich jetzt mal so eine wirklich DJ-freundliche Booth anguckt, wie zum Beispiel in der Galerie Kurzweil oder im Robert Johnson, da stehen keine Getränke, weil die Leute, die dort feiern gehen, respektieren die Technik und wissen auch ganz genau, wo sie ihre Getränke halt nicht abstellen müssen, damit die Party weitergeht. Jetzt bin ich wieder kurz abgeschwiffen. Das Ding war ja, wie erkläre ich meiner Oma, warum wir Vinyl machen im Jahr 2019, wo man doch alles so super downloaden, streamen und sonst was kann. Da müsste die Oma, du müsstest ja alle schon ein bisschen mega die Streamerin sein. Ja, gut, aber so. Aber du weißt, was ich meine. Also ich meinte eigentlich nur so, also auf eine einfache Art und Weise. Also das Ding ist, ab dem kommenden Jahr werden wir auch digital machen. Ja. War es ein Gefühlsding oder war das ein... Also erstmal Platte zu machen, Platte war so das... wir machen halt grundsätzlich Musik, die auf Vinyl gehört. Mhm. Ja, so würde ich das jetzt mal runterstrippen. Das ist trotzdem so ein bisschen unkonkrete Aussage, aber ich glaube, so vom Feeling kann man sich da schon reindenken. Wir brauchen dieses Gesamtkonzeptionelle. Wir brauchen dieses Medium zum Anfassen, wo man, wenn man das Cover in der Hand hat, wenn man die Platte rausholt, wenn man sich die Fotografien, die wir da drauf packen, genau in der Textur angucken kann, etc. Wir brauchen dieses greifbare haptische Medium irgendwie, glaube ich, so für uns, weil das auch unser Medium ist, mit dem wir taktil auch irgendwie so verbunden sind. Ne? Also es ist einfach so, Vinyl ist halt gegenüber anderen Medien, gerade Files halt, spricht nochmal mehr Sinne an. Und ich glaube, dadurch, dass Chris und ich auch sehr emotionale Menschen irgendwie sind, die gar nicht drumherum kommen, irgendwie ständig all ihre Sinne einzusetzen, ob man jetzt nun will oder nicht, ist es für uns ein ganz großer Faktor. Ja, cool. Wo wir gerade bei Platten sind. Ja. Jetzt kommt eine Frage, die habe ich davor schon gesagt, fand ich mega geil, dein Einwand. Ich habe nämlich die Frage vorbereitet, die drei prägendsten Platten. Ja? Und da gab es direkt, gab's vom Tim direkt einen Einspruch, oh, drei Platten, das geht ja gar nicht. Wie viele Platten hast du jetzt aufgeschrieben? Ach, ich habe mir mal hier so eine kleine Randnotiz gemacht, also wo ich zumindest mal um so ganz grob so meinen... Also sowohl von der zeitlichen Abfolge, wie die in mein Leben kam, als auch irgendwie so Genre abdeckend, halt irgendwie so ein kleines Bild skizzieren von dem, was mir wichtig ist und was meinen Weg irgendwie geprägt hat. Und ich kam jetzt ganz runtergestrippt auf 5 Stück. Okay, kannst du dich damit einigermaßen anfreunden mit den 5? Es gibt auf jeden Fall die Momente, wo ein einzelner Track die Welt beschreiben und erklären können und auch bedeuten können, aber wenn man jetzt irgendwie auch so
ja, biografisch irgendwie jetzt durch so eine Entwicklung durchgeht, dann ist es total schwierig, sich jetzt auf weniger als, sagen wir mal, 5 bis 10 Alben irgendwie festzulegen. Ja. Naja, dann gucken wir mal in die 5 rein. Was ist denn die Nummer 1? Also die Nummer 1, der, ja. Ist es, heißt das jetzt chronologisch oder wie kann man das jetzt verstehen, ja, in die Reihenfolge, oder so hat bisschen. Das eine bestimmte Bedeutung? Also es ist tatsächlich in der zeitlichen Chronologie, ja doch, es ist schon chronologisch. Also das sind zwar jetzt nicht so die Dinger, die mich jetzt zum Auflegen gebracht haben oder so, ja, das, da ging es tatsächlich eher so mit alten Hip-Hop-Platten und sowas los, die ich damals noch im Rockpile Record Store in Mainz gekauft habe, bei diesem alten krummeligen Typ, der mich dann erstmal angepumpt habe, weil ich halt erstmal nicht so richtig wusste, wie ich beim Reinhören irgendwie die Nadel da drauf bekomme und so. Das war eine sehr schwierige Angelegenheit. Ja, aber das, was ich jetzt mal hier so skizziert habe, also Aphex Twin, die Selected Ambient Reworks, das ist für mich wie für viele andere auch so eine absolut zeitlose Nummer, ein absolut zeitloses Album, das seinerzeit krass voraus war. Es klingt heute noch wie die absolute Beschreibung von Zukunft. Ist für mich der Inbegriff von dem, was Techno-Musik irgendwie sein kann. Also, weißt du noch, wann du die das erste Mal gehört hast? Das erste Mal gehört habe ich die, da muss ich so 16, 17 gewesen sein. Zu der Zeit habe ich generell noch gar nicht so krass clubbasierte Musik gehört auf diesem Qualitätslevel, wie sich jetzt Aphex Twin bewegt. Da habe ich halt noch irgendwie auch mal ein bisschen billigeren Tech-House-Sound abgefeiert. Aber was diese Listening-Schiene und dieses, dieses Ambient-Dubbige, auch die Trip-Hop-Sachen, die ich gleich noch nennen werde, da war ich schon immer irgendwie recht versiert. So. Und das waren auch, glaube ich, die Platten, die mich jetzt auch zu dem Sound gebracht haben, den wir heute auch auf Feuilleton machen wollen. So im Club habe ich damals zu der Zeit mich noch viel zu krass irgendwie von aktuellen Trends irgendwie leiten lassen. Ich glaube, im Club habe ich damals auch immer, also ganz am Anfang, noch vorm Basement und so und auf diesen Abi-Partys und so, ne? Da habe ich schon versucht, irgendwie coole Sachen zu spielen, wusste aber auch, man muss das und das und das dabei haben, damit man die Leute irgendwie am Start hält. Aber ich meine, es ist ja auch, was willst du ja auch auf einer Abi-Party, willst du ja auch nicht irgendwie dein Nischen-Genre den ganzen Abend spielen, das wäre auch unfair. Irgendwie. Hat aber auch teilweise funktioniert. Also den Leuten, wenn man sie mal an einem Punkt dann hatte, dann auch servieren zu können, was man will. Also ich glaube, dass gerade durch dieses damals eher kommerzielle Publikum habe ich auch wirklich gelernt, halt einfach das Handwerk wirklich eines DJs. Sowohl irgendwie das Erkennen von Publikum, Raum, Uhrzeit, dieses ganze Kontinuum, was ja nie so ganz greifbar ist, so in Worten. Ne? Also da hat viel weniger die Auswahl und wirklich die Qualität meiner einzelnen Platten eine Rolle gespielt, als das Ganze im Gesamtkontext als Werkzeug auch irgendwie zu sehen. Ja. Alright, genau. Number two. Die Kruder und Dorfmeister DJ Kicks. Super prägendes Album für mich. Die gesamte Diskografie von Kruder und Dorfmeister auf jeden Fall nicht wegzudenken. Super eröffnend in jegliche Genre irgendwie hinein. Also gerade die Remixes, die sie an den Start gebracht haben von Künstlern wie Deepage Mode und Lamp auf der Platte, sind für mich absolut nicht wegzudenken. Also es gibt so einen super krassen Mix von Lamp, Trans Fatty Acid von Kruder und Dorfmeister auf dieser Platte. Ich glaube, wenn ich mich für einen Song entscheiden müsste, so der Song, der am meisten bei mir ever ausgelöst hat und es auch immer und immer wieder tut, dann ist es dieser Trans Fatty Acid Remix. Nice. Ja, Metro Area, das Album hat für mich House definiert und ist auch bis heute, dazu Worte zu finden, ist auch super, super schwierig.
Metro Area ist auch für mich bis heute ein absolutes Statement. Also zwischen wirklich Underground elektronischer Musik und auch irgendwie einem poppigen Charakter. Mhm. Also da finden diese beiden Welten super zusammen. Als nächstes habe ich mal noch aufgeschrieben, Ricardo Villalobos, aka Good Kofa, old Ricardo. Auf Playhouse. Oh, yes, die war gut. Das ist das Album, wo Easy Lee und Dexter drauf sind. Auch ein Track, der auf dem Album viel zu selten beachtet wird, und zwar der Why Worry Now. Das ist so ein Gitarren-Sample mit einem, mit halt einem sehr typisch runtergestrippten, sophisticated Beat-Konstrukt runter, was man auch nach dem 100. Mal hören hintereinander noch nicht so ganz fassen kann, was da eigentlich passiert. Ich glaube, das ist so diese typische Ricardo-Magie. Mhm. Und auch diese Botschaft in der Benennung des Titels finde ich einfach super. Der spiegelt genau das wieder, also was bei mir auch als Gefühl ankommt. Mhm. Ich bin grundsätzlich nicht so der Mega-Gitarren-Fan, aber in diesem, und Ricardo macht jetzt klar. Wenn der Ricardo Gitarren samplet, geht es auch für mich klar. Genau. Ja, und dann habe ich hier noch in meiner Top 5 Hitlist auf jeden Fall das Album von Steffi auf Osgood Ton, Yours and Mine. Das ist auch noch gar nicht so alt. Das muss auch so, das muss so 2010, 11 rum gewesen sein, würde ich jetzt mal schätzen. 2011 könnte gewesen sein. Ja, denke ich aus, also müsste jetzt 2021. Ja, da ist Yours quasi so als der Hit auf dieser LP zusammen mit Virginia, also mit Vocals von Virginia, habe ich das erste Mal gehört auf einem den Track live performt, habe ich das erste Mal live gehört, also habe ich das erste Mal gehört auf einem Festival bei Frankfurt im Jahr 2011. Das muss so Juli, August rum gewesen sein. Das war das Awake Festival. In diesen paar Wochen davor habe ich irgendwie zwei Mädels kennengelernt, mit denen ich danach irgendwie die folgenden Jahre eine echt gute Zeit hatte. Also es war so ein Erlebnis, so man ist sonst in seinem Rhein-Main-Trott drin, so man kennt jeden irgendwie mal vom Sehen und keine Ahnung was, und Chriso und Masu habe ich dann damals in Mainz im 50 Grad total hängen geblieben, irgendwie an einem Mittwochabend, ja, auf so einer Studi-Party, man hatte einfach nur Bock zu saufen, habe ich da halt irgendwie, keine Ahnung, in einem sehr alkoholisierten Moment kennengelernt, und wir sind zusammen ein paar Wochen später auf dieses Festival und ich hatte einen total krassen Moment einfach, auf diese Platte, also auf diesen Track, der dann live performt wurde, als letzter Track dieses Festivals mit denen zusammen. Also wow. Das ist für mich dann eine sehr persönliche Sache. Und wenn Yours irgendwie unten auf dem Berghain-Floor gespielt wird, ist ja eigentlich eine Platte, die eher in die Panorama-Bar gehört, wenn Yours dann auf dem Techno-Floor gespielt wird, dann ist für mich halt auch immer absoluter Weltuntergang. Also das ist so eine Platte, die eröffnet mir auch immer Türen in so gute Momente zurück, so instant, ja. Das ist so eine typische Live-Safer-Platte für mich. Ja, schön. Und dann sind natürlich noch ein paar andere gute Stücke auf der Platte, aber die kann man jetzt auch erstmal vernachlässigen. Cool, Mann. Du hast jetzt gerade schon Festivals, Nähe Frankfurt. Vorhin in unserem Gespräch hast du schon ein bisschen angedeutet, so dass sich hier in der Gegend gefühlt immer, es wird immer ruhiger, ja. Was ist denn dein Wunsch an die lokale Szene? Ich habe das Ding, also das, was ich so sehe, ist, es gibt auf jeden Fall eine sehr große lokale Szene. Also ich sehe das jetzt so ein bisschen durch die Mainzer Brille. Es gibt eine riesige lokale Szene, weil auch viele gute Läden im Rhein-Main-Gebiet durchaus hier ansässig waren, so die letzten 20 Jahre. Und auch gerade diese Nähe dieser ganzen kleineren Städte wie Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, auch zu Frankfurt hin,
bietet ja eigentlich ein super Potenzial, dass sowas irgendwie aufrechterhalten bleiben kann. Das Ding ist, viele Läden haben jetzt irgendwie zugemacht. Es gibt halt noch diese ganzen Leute, die halt ja, diese Zeit irgendwie gemeinsam hatten. Also es gibt eine Szene definitiv. Es gibt aber nicht genug Orte, wo die gelebt werden kann. So, ne? Das ist auf jeden Fall eine Sache von gescheiterter Stadtpolitik. Das ist keine Frage. Es gibt keine wirklichen Orte, wo Kunst und Kultur gelebt werden kann. Das noch viel größere Problem ist aber, wenn Locations aufpoppen, wo man sowas machen kann. Und das war auch noch nie so einfach. Ne? Also dieses Schimpfen irgendwie ist ja immer einfach. Wenn jetzt Locations oder Gelegenheiten aufpoppen, ist trotzdem niemand am Start. Und das ist mein ganz großes Problem. Dass, wenn man sich beschwert, dass es keine Möglichkeiten gibt, auszugehen, und es gibt Möglichkeiten, dann sollte man halt auch wirklich ausgehen wollen. 100%, ne? Ja. Egal jetzt in welcher Form. Und das finde ich halt so ein bisschen ermüdend. Ja? Wenn alle immer nur meckern und dann gibt es Gelegenheiten, dann ist doch niemand am Start. Und ja, das ist das, mein Wunsch ist so, halt einfach mal zu dem stehen, was man irgendwie fordert, sich auch überlegen, ob man nicht vielleicht anderen Leuten, die da wirklich, für die solche Themen wirklich eine Relevanz haben, ob man denen vielleicht mal, also ob man aufhört, den einfach in seinen Kram reinzufischen, so, ne? Indem man immer nur meckert und dann doch nicht am Start ist, und dann, klar, rudert dann irgendwann auch die Stadtpolitik zurück und sagt, wo keine Nachfrage ist, ja, da kreieren wir auch keine Räume. Ja. Und das empfinde ich so als ein großes Problem, das irgendwie angegangen werden muss halt. Ja, ja, auf jeden Fall, ja, da gebe ich dir recht. Vielleicht noch als letzte Frage, was haben wir denn noch? Wie sieht's? Du hast vorhin schon mal, wir haben schon viele Sachen angeschnitten. Geh mal auf deine drei prägendsten Gigs. Wir haben vorhin schon mal, auf jeden Fall war es Maria Magdalena oder Maria am Ostbahnhof, ja, hieß es damals noch. Würdest du das dazu zählen? Vom musikalischen her eigentlich nicht. Das war, glaube ich, eher, also was für mich da halt wichtig war, das war, also was mir was bedeutet, war dieser Klassenfahrtscharakter, ne? Ja. Dieser kleine Club aus Wiesbaden, der ja eh schon bei auch wirklich internationalen Größen irgendwie so den Ruf hatte von dem kleinen, dreckigen Feuerloch, ja, wo es mit 200 Leuten immer am härtesten, am schönsten irgendwie ist. Am härtesten abgeht und am schönsten irgendwie ist, so vom familiären Ding her, ja, wo man aus einer Buff rausspielt, die ebenerdig ist, was ich halt irgendwie auch an der Dora so mag. Ne? Nach Berlin war natürlich eine super Erfahrung, aber würde ich jetzt musikalisch gar nicht als so einflussreich für mich irgendwie beschreiben. Also was für mich so sehr prägend war, das fällt mir tatsächlich auch jetzt erst in dem Moment ein, das ist vielleicht jetzt auch was sehr, sehr Persönliches, und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das vielleicht nicht bereue, wenn ich das mal so raushau. Also ich glaube, der prägendste Gig war für mich Silvester von 2017 auf 2018. Nach den ganzen Jahren irgendwie in dieser Szene, wo man natürlich auch dann nicht unbedingt der Kostverächter, was Alkohol angeht, und Nächte durchmachen und so, ne? Hatte ich mal so eine, ja, kleine Breakdown-Phase, als dann auch das Studium beendet war und so, wo ich ja auch körperlich irgendwie mal eine Zeit lang Probleme hatte, und habe mich halt entschlossen, erstmal einige Zeit komplett nüchtern ja, zu sein. Ja. Und das halt von einem relativ hohen Level an Party zu der Zeit zu halt komplett auf null runter, also Alkohol, Rauchen, alles komplett gekappt vom einen auf den anderen Tag, nicht mal mehr Kaffee getrunken oder so, auch kein Zucker mehr zu sich genommen, industriellen und so. Und das war nochmal so ein
ganz neuer Aspekt, weil ich halt immer so in diesem Party-Ding irgendwie drin war und ich habe gemerkt, ey, du kannst es nicht dein ganzes Leben lang so machen. Ja. Es geht einfach nicht. Wenn du jedes Wochenende irgendwie am Auflegen bist und das so als Entschuldigung dann irgendwann auch nimmst, dass du halt komplett dicht aus dem Laden segelst morgens um 8, das kann es nicht sein. Was ich da damit einhergehend aber auch in Frage gestellt habe, war natürlich die Wertigkeit dieser ganzen Clubszene, wenn man diese ganzen Rauschmittel außen vor lässt. Mhm. Und klar sind das Faktoren, die man da nicht rausleugnen kann aus der Geschichte der elektronischen Musik, ne? Gerade wenn man sich mal so die Anfänge anguckt. Ja, klar. Und ja, dann gab es halt dieses Silvester, das war so ein paar Monate, nachdem ich den ganzen Kram erstmal abgesagt hatte. Und da stand ich dann halt so komplett nüchtern, was für mich im Club halt noch eine neue Situation war. Mhm. Ne? Also man drückt damit natürlich auch einiges immer weg, ohne das zu merken. Auch gerade bei so einem Gig. Ich bin bis heute, egal vor was für einem Publikum ich stehe, halt aufgeregt, weil ich einen guten Job machen will. Ne? Ja, und in dem Moment habe ich wirklich so ein ganz tiefes Selbsterlebnis irgendwie gehabt, als dann 0 Uhr war und meine ganzen Freunde standen da im Gebäude 27 und haben so wirklich es war so eine ganz krasse Mischung aus Gefühlen. Ja, auf der einen Seite fand ich es voll schön, ins neue Jahr so reinzuspielen, und dann halt auch mal Platten zu spielen, die man sonst halt nicht rausholt. Ja. Und dieses Gefühl zu haben, okay, das funktioniert nüchtern mindestens genauso gut, fühlt sich noch ehrlicher an. Also das hat auf einmal alles noch viel mehr Sinn gemacht, als halt irgendwie in einem Rauschzustand. Und ich habe halt die ganze Zeit daran gezweifelt, ob das für mich möglich ist und habe das halt immer weiter herausgezögert. Ja, und ja, das habe ich dann auch erstmal 2 ganze Jahre so aufrechterhalten noch. Habe dann aber auch gemerkt, okay, jetzt habe ich auch mal wieder Bock, irgendwie mich ein bisschen locker zu machen und so. Weil dann nur aus diesem Prinzip-Ding heraus sowas aufrechtzuerhalten, ist halt ein bisschen doof. Aber seitdem kann ich, glaube ich, auch das erste Mal behaupten, dass ich da so eine kleine Balance gefunden habe. Und da komme ich auch so zu dem, was ich, glaube ich, dann abschließend sagen würde. Ohne Musik als diese Ressource hätte ich diesen Punkt vielleicht nicht gehabt. Das steht für mich exemplarisch für ganz viele andere Entscheidungspunkte so im Leben. Und das klingt jetzt ein bisschen krass formuliert. Vielleicht sollte ich das auch ein bisschen aus der Situation da mit diesem Silvester und so rausnehmen. Aber Musik hat mir definitiv nicht nur einmal das Leben gerettet. Verstehe ich auf jeden Fall mal 100%. Ich fühle es auch, dass du das genauso meinst, Mann. Alter, was ein geiles Ende. Vielen, vielen Dank, Tim. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke dir, danke euch, Stevie.